Scheiße, lol. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Blood and Wine. Wir wollen eigentlich bloß hier rein, um... Genau, deswegen. Um ans Anschlagbrett zu kommen. Mit Sicherheit gibt es hier drin auch irgendwelche Händler. Ich hoffe mal, irgendwelche, die auch Waffen und Rüstungen nehmen. Du gehst deinen Weg, ich geh mein. Kein Wegkreuz, doch da. Weingut Castel Ravello. Wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen. Wahrscheinlich wird es irgendwie anders ausgesprochen in Französisch. Kennern zufolge können sie sich... Was? Kennern zufolge können sich nicht einmal die besten Weine Metinas und Albas mit den mittelmäßigen Weinen aus dem Sans-Retour-Tal messen. Unter den zahllosen kleinen und großen örtlichen Weingütern ist Castel Ravello das berühmteste, aus gutem Grund. Von seinen Hängen stammen Pomino, Fiorano, Ervaluz und Est-Est. Es wird wieder alles anders ausgesprochen, aber egal. Die unangefochtenen Könige unter den Weinen. La Mer, mein Freund! Das weiß doch jeder. Wieso ist denn ein Einschlagbrett in dem Weingut drinne? Merkwürdig. Eichenholz aus Blukert zu verkaufen. Wer Eichenholz sucht und dafür keinerlei Formalitäten benötigt, dem kann ich helfen. Fragt nach Felipe in der Rio Can Sägemühle. An alle fahrenden Ritter, tugendhafte Ritter, ich respektiere euch wie jeder anderen Toussaint, aber bitte hört endlich auf, Windmühlen anzugreifen. Sie haben euch nichts getan, doch durch diesen Unfug schnellen die Wartungskosten enorm in die Höhe. Ich warne euch, wenn ihr nicht damit aufhört, Windmühlen anzugreifen, werde ich eine offizielle Beschwerde bei der allergnädigsten Herzogin einreichen. Beste Grüße, Antoine Liss. Märchenerzähler. Ich erzähle Märchen. Für einen kleinen Obolus komme ich zu euch nach Hause und erzähle eine Geschichte zu jedem gewünschten Thema. Ich weiß, wie sich Kinder amüsieren lassen, aber ich kann auch Erwachsene mit wunderbaren Geschichten unterhalten. Ladet mich ein, dann seht ihr, dass das Lauschen einer Geschichte die Mühen des Alltags erleichtern. Arcadius. Frauen, behaltet eure Männer im Auge. Guter Ratschlag. Oben auf dem Luxfelsen wohnt eine Hexe und sie verdreht den Männern die Köpfe. Ich weiß nicht, was für Hexerei das Flitschen betreibt, aber seit mein alter Bayer war, erkenne ich ihn nicht wieder. Ich warne euch vor der Hexe vom Luxfelsen. Eine besorgte Ehefrau. Mal gucken, ob wir diesen Luxfelsen finden. Wein oder Pisse? Einer meiner Freunde hatte Wein vom Coronata-Weingut getrunken. Danach hatte er einen Tag lang Bauchschmerzen und erbrach sich wie ein Springbrunnen. Da stellt sich natürlich die Frage, sollte auf den Weinflaschen von Coronata Wein oder eher Gift, das dich langsam und qualvoll sterben lässt, stehen? Ein besorgter Freund. Gesucht, Meisterzauberer. Ich suche einen knallharten Mann, der sich beim Anblick von Zauberei nicht in die Hose macht und einer Hexe eine ordentliche Abräumung verpassen kann, wenn es darauf ankommt. Du findest mich beim Holzfeld in der Nähe von Fuchstal. Mein Name ist Jakob und ich fälle Holz. Alle Idioten, die sich für besondere Witzbolde halten, warne ich. Die Zeit der Witze ist vorbei. Jakob, Holzfäller aus Fuchstal. Nicht erkundeter Ort. Aber kein Nebenquest, wie es aussieht. Ja, was ist denn jetzt der Luxfelsen hier? Was soll ich denn, was hier der Luxfelsen ist? Verdammt. Ha, okay. Ja. Ah, hier haben wir eine Kräuterkundler. Oh, doch, Rittergeschichten. Mal gucken, wo das ist, das Quest. Ist auf jeden Fall nicht weit weg. Von da können wir da auf jeden Fall nächstes Mal... Oh, das ist sehr nah. Da gehen wir auf jeden Fall hin, nachdem wir... bei dem Kräuter oder Stiefel, fettige Haare, bei Blut dem Kräuterkundler waren oder bei der Kräuterkundlerin, wie auch immer. Weingut sieht auf jeden Fall dem meinen ähnlich. Tja, schade, dass wir alles aufgepasst. Der Hexenmann kommt. Minze, Brennnessel, Schatten, Alter, aller Art. Schade, dass wir hier nicht einen richtigen Händler haben. Oh, Pusteblume brauche ich, fällt mir gerade ein. Willkommen, Wanderer. Brauchst du vielleicht Kräuter? Johanniskraut gegen Bauchweh oder... Da würde ich doch Weidenrinde oder Iriswurzel vorziehen. Johanniskraut kann Schwindel und Übelkeit verursachen. Vergib, du siehst gar nicht aus wie ein Kräuterkundler. Wie sehe ich denn aus? Und kann der Schein nicht täuschen? Ich bin nicht auf der Suche nach Pflanzen, die sowieso überall wachsen. Ich brauche seltene Sachen. Hast du sowas oder soll ich weiterziehen? Das musst du wohl selbst beurteilen. Alter, wer hat denn ausgesucht, wer die Stimme bekommt? Das verstehe ich nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist eindeutig die Stimme von einer alten, tattrigen, beziehungsweise gebrechlichen Frau. Und die Frau ist noch total jung. Und vorhin, also das heißt vorhin, für euch in einer letzten Folgen, da hatten wir einen älteren Mann, der die Stimme von jemandem Junges gehabt hat. Also, das kann doch nicht... Mir ist schon klar, dass die...
nur ein paar Synchronsprecher haben, vor allem für die Nebenrollen verwenden sie die Synchronsprecher halt häufiger. Aber es ist doch nun nicht schwer zu sehen, dass es eine junge Frau ist. Da kann man keine Stimme für was Altes geben. Nichts für ungut. Kein Problem. Ich sollte mich entschuldigen. Ich habe dich nach deinem Äußeren beurteilt. Sag, woher hast du dein Wissen? Habt ihr einen Kräuterkundler in der Nähe? Nein, das habe ich weit weg gelernt. In Kaer Morhen, im Norden von Kaer. Götter, das ist ja am anderen Ende der Welt. Was verschlägt dich nach Toussaint? Mein Beruf. Ich töte Monster. Ist auch noch so eine richtig nervige Kackstimme, ey. Erstmal gucken, was sie hatten, dann Quinn. Zeig doch mal, was du hast. Dass man jetzt gegen die Quinn spielen kann, hätte ich aber ehrlich gesagt auch nicht gedacht. So, Pusteblume. Ich glaube, den Rest brauche ich nicht. Das Lustige ist ja auch, dass Geralt irgendwas labert, von wegen, er will seltene Sachen, dann kaufen wir eine Pusteblume bei ihr. Oder 5. Okay, wir spielen Quint. Du spielst wohl nicht zufällig Quint, was? Dass sie da nie drauf antworten, die nicken immer nur. Schachtelhalm, die Fülle der Natur. Keine Ahnung, was sie gerade gelabert hat. Oh, die spielt auch, aber mit was anderem. Aber brauchen wir auf jeden Fall Finte, weil der Kollege hat immer, also Nilfgaard hat eigentlich immer Spione. Strömender Regen könnte interessant sein. Ich spiele echt mit den Gedanken, ob ich diese Wetterkarten einfach... Ach, ich brauche das Deck nicht mehr überarbeiten. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht optimal. Ich glaube, die Wetterkarten brauchen wir gerade gar nicht. Die sind so selten sinnvoll. Gutes Wetter. Gutes Wetter brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Haben wir nochmal strömende Regen gezogen, ist nicht der Ernst. Wir haben keinen einzigen Spion. Ich habe 2 Karten abgelegt. Was ist hier denn los? Ja, wir brauchen starke Karten im Friedhof, was soll's. Man muss natürlich direkt übertreiben. Deine Motive interessiert. Schau dir 3 zufällige Karten. Ja, das ist sinnlos. Da muss ich eigentlich fast schon abbrechen nach der Runde. Also nach der Karte hier. Kann eigentlich nur hoffen, dass der Kollege hier mal selber ein... Ich kann nicht weggehen mit einem, das geht nicht. Nur hoffen, dass der selber mal einen Spion ausspielt. Klirrende Kälte. Ach, zum Glück habe ich gutes Wetter, ey. Ich wollte schon mal kurz davor, das abzulegen. Langsam wird es eklig, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich die nächsten 2 Runden gewinnen soll. Mit der Starthand. Die ist echt richtig scheiße ohne meine Spione. So, wenn ich jetzt das spiele, dann gehen wir eh nur auf 27, ich brech ab. Das ist echt kacke, das ist echt super kacke, muss ich zugeben. Komm, spiel einen Spion aus, bitte. War da noch irgendwas Starkes drin, was ich... Na, halt nur noch die Einheit drin, scheiße. Nichts Gutes, was ich wiederbeleben kann. Ach, mein Gegner passt. Okay, jetzt brauchen wir noch... Okay, wenn ich den ausspiele und mir dann dieses Feuerskorpion oder schwere Feuerskorpion, dann haben wir genau 21. Perfekt. Haben eine Karte weniger als der Gegner. Da scheint auch kein... da scheint auch keine... Na, sagt's. Spione zu haben. Jetzt holen wir erstmal schnell die... starke Karte vom Gegner wieder, weil damit er sich nicht die 10er Einheit wiederholen kann. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Schweres Feuerskorpion. Ja, jetzt wäre Regen gar nicht so schlecht, aber da wir das auch haben, das Feuerskorpion, ist es auch nicht so schlimm. Er spielt das Horn aus. Jetzt schon. Interessant. Ich glaube, er wird nicht weiter... Also ich denke, wir werden gewinnen. Er wird nichts weiter Krasses haben. Wir haben ja auch noch einen Horn. Und unseres effektiver sein. Er legt hier noch was rein. Naja, guck dir halt meine 3 Karten an. Na und, was bringt dir das? Okay, da holen wir uns halt...
natürlich den wieder. Nochmal ein extra Bonus quasi. Ein Angriffspunkt mehr. Und das verdoppelt sich dann ja mit, wenn wir das Horn ausspielen. Und wir können auch nochmal Finte ausspielen. Sehr geil. Er hat zwei Hörner, aber es bringt ihn nichts. Er hätte lieber versuchen sollen, die zweite Runde zu gewinnen, wenn er gefallen, wenn er zwei Hörner hat. Wesimir, unser gefallener Kamerad. Traurig. Also den vernichtet es ja noch nicht mal, weil er nicht genügend Angriff hat. Wir brauchen dafür 10 Angriffe, damit er hier was verbrennen kann. Der Drache. Drun, drun. Ey, das war echt eine richtig, richtig schlechte Hand, die wir gehabt haben. Ohne Scheiß, wir haben trotzdem gewonnen. Sehr geil. So, Kräuterfrau mit einer merkwürdigen Stimme. Vielen Dank für die Pusteblume. Jetzt können wir nämlich... Halt, was haben wir bekommen? Bogenschütze des Clan, okay. Jetzt können wir nämlich unseren Pirol bauen. Den Überlegenen, ne? So. Gegenstand herstellen. Sehr gut. Was braucht denn eigentlich die überlegene Katze? Die brauchen wir ja auch ab und zu mal. Weiße Möwe können wir herstellen. Wir brauchen den Piment, was aussieht wie Alraune. Und einmal Ether. Wir können ja mal gucken, ob die das hat. Ach so, weiße Möwe. Können wir weiße Möwe herstellen? Das machen wir lieber direkt mal. Dann weiß ich nämlich gleich, ob wir dafür alles haben. Haben wir. So, nochmal können wir nicht herstellen, weil ich glaube, Kirschlikör fehlt. Sieh da! Ach, das ist die Alraunwurzel, verdammt. Ah, da oben Piment hat er aber auch. Hat er vor allem, hat sie aber auch. So, was brauchten wir noch? Ich hab's schon wieder vergessen. Piment und... Oh, ich Idiot. Ach so, wir können ja direkt nachschauen. Wie praktisch ist das denn? Schön, dass ich das jetzt erst mitbekomme. Überlegene Katze. Äther fehlt, die bekommen wir bei ihr aber nicht. Okay, Äther. Vielen Dank. Ich bin weg. Haben wir tatsächlich mal was gekauft? Bei so einem Händler, sehr schön. Und jetzt geht's. Ich hoffe mal, dass wir hier irgendwie langkommen. Auch wenn hier ein... Oh. Will hier keinen riesen Umweg gehen. Lass mich doch irgendwie da drüber klettern. Das kann nicht so schwer sein. Scheiße, es ist zu hoch. Da kommen wir nicht drüber. Mann, dass die aber auch alle solche krassen Mauern haben. Okay, ich wollte nicht hier rauf, aber das ist schon mal ganz cool, weil schaffe ich es, da rüber zu springen. Sehr geil! Das war gar nicht so geplant, aber es hat geklappt. Ich rede erstmal mit dem Kollegen und dann können wir ja immer noch dafür sorgen, dass wieder Tag wird. Oh, wobei bei diesem geilen Himmel, vielleicht sollten wir dann doch lieber Nacht lassen. Bleib noch etwas bei mir, edle Daphne. Bist du Jakob? Bei Fußmoorhold. Platz. Wer will das wissen? Ein Hexer. Ich habe deinen Aushang gesehen. Warte mal. Ein Hexer, sagst du? Wie Luis Herreras Sagen und Legenden? Beim grünblütigen Kobold. Was für ein Glück. Weißt du, keiner glaubt mir, dass dieser Baum Daphne ist. Die verfluchte Dame aus der Sage. Aber du könntest den Fluch brechen. Bist du nicht zu alt, um an Gute-Nacht-Geschichten zu glauben? Soll ich dir das Maul stopfen, Hexer? Wie alt ich bin, geht dich ein Schweinefurz an. Die Runde geht an dich. Und woran du glaubst, geht mich auch nichts an. Gut, dass wir uns einig sind. Wie kommst du darauf, dass ein verfluchtes Mädchen in dem Baum steckt? Tja, ich bin mit meinem Hund Moorhold hergekommen, um ihn zu fällen. Hab mit der Axt zugeschlagen, sie tief im Stamm vergraben. Verflucht noch eins, da ist auf einmal Blut rausgequollen. Mir ist die Kinnlade runtergeklappt.
Aber dann wurde es mir klar. Das steht alles in Daphne, Gareth und die Hexe vom Luxfelsen. Lass mich raten. Aus Hereras Sagen und Legenden? Darauf kannst du einen lassen. Zweite Auflage, erweitert. Oktavformat. Ich kenne die Geschichten auswendig. Meine Oma hat sie mir vorgelesen. Bestimmt von vorne bis hinten. Und auch die Nachschrift. Wahrscheinlich. Vor allem, das ist doch keine Hund, das ist doch ein Wolf. Wahrscheinlich ist das wieder irgendein, weiß ich nicht, Hexer, irgendwas Böses bestimmt, was wir dann wieder platt machen müssen. Du hast mich neugierig gemacht. Glaubst du wirklich, die alten Geschichten sind wahr? Willst du mich verarschen? Hältst du mich für blöde? Nein, es sind nur finstere Zeiten. Da ist kein Platz für Ritter reinen Herzens oder glückliche Enden. Leute wie du sind selten geworden. Ja, stimmt. Die Zeiten sind beschissen. Aber für mich ist das ein Grund mehr, mich an die Geschichten zu erinnern. Meine Oma würde sagen, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, denk an den Ritter zum Schach und die edle Alondra und frag dich, was sie tun würden. Ich habe es so verinnerlicht, dass ich gar nicht anders kann, selbst wenn ich es wollte. Ich verstehe irgendwie nicht, warum wir von schlechten Zeiten reden. In Toussaint scheint ja wirklich, ja, keine Ahnung, das Paradies auf Erden zu sein. Lass mich den Baum mal ansehen. Aber vorsichtig. Ich würde sagen, das machen wir jetzt aber tagsüber, damit wir überhaupt was erkennen. Das ist echt total mega dunkel. Ach, da fällt mir ein, wir müssen dann ja mittags zu dem einen Typ da, zu dem Grafen. Ich glaube, das geht überhaupt gar nicht anders, weil das sonst, glaubt, die Quest ist dann sonst weg. Da müssen wir denken. Das heißt, wir dürfen danach nichts anderes machen. Wir müssen da hingehen. Ist das ein Weinen im Rascheln der Blätter? Blut aus Richtung des Baums, wenn ich mir die Form des Flecks so ansehe. Er blutet tatsächlich. Sieht aus wie Menschenblut. Und die Rinde, wie schlecht verheilte Narben. Das Medaillon vibriert wie verrückt. Da ist starke Magie am Werk. Okay. Der Holzfäller war schnell. Merkwürdig. Die Weide steht allein. Keine anderen Bäume in der Nähe. Und? Hast du dir den Baum angesehen? Richtig? Mhm. Er blutet tatsächlich. Ziemlich unglaublich. Sieht verrückt aus. Hab ich's nicht gesagt? Ich helfe dir. Aber erst muss ich rausfinden, wo ich anfangen soll. Brauchst du nicht. Ich weiß alles. Fräulein Daphne und Ritter Gareth waren schrecklich ineinander verliebt. Doch um sich ihre Hand als würdig zu erweisen, musste sich Gareth der Hexe vom Luxfelsen stellen. Bevor Ritter Gareth zu dem Hügel ritt, gab ihm Fräulein Daphne ihr Tuch als Zeichen ihrer Gunst. Lass mich raten, er ist nie zurückgekommen. So ist es, sie wartete. Tag für Tag, Nacht für Nacht, hielt Ausschau nach ihm. Bis sie Wurzeln schlug und sich in einen Baum verwandelte? Warum? Ich will dir sagen, warum zum Teufel. Um da zu sein, wenn Gareth wiederkehrt, das Tuch in der Hand. So stark ist die Liebe, die Sehnsucht. Du musst auf den Luxfelsen steigen und etwas finden, das Daphne befreien kann. Ich geb dir mein Geschichtenbuch mit. Viel Glück, Hexer. Ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach selber macht. Also bisher ist da überhaupt kein Monster oder irgendwas Schweres. Verstehe ich nicht. Der Geist von Daphne. In Toussaint bekam Geralt einmal einen Fall von Ginodendromorphie zu Gesicht, also eine Frau, die in einen Baum verwandelt worden war. Ein Schnitt in die Rinde brachte Blut zum Vorschein. Wenn der Wind durch die Blätter strich, war ein leises Schluchzen zu hören. Der Hexer untersuchte die Angelegenheiten und erfuhr, dass der Verwandlung vermutlich ein Zauber oder Fluch zugrunde lag, der mit der Vergangenheit der Unglücklichen zu tun hatte. Daphnes große Liebe, ein Ritter, war zum Luxfelsen aufgebrochen und nie zurückgekehrt. Sie wartet noch immer auf ihn, erfüllt von Sehnsucht und Trauer. Bin ich gerade ein Buch bekommen?
Geschichten und Fabeln, Ritter Gareth und Fräulein Daphne liebten einander so sehr, dass es schmerzte. Um die Zustimmung eines zukünftigen Schwiegervaters zu erlangen, musste Gareth 7 Herausforderungen bestehen. Die 7. war die schwerste. Gareth musste zum Luxfelsen die Hexe finden, die dort wohnte, und sie überreden, die Dürre zu beenden, die das ganze Land plagte. Daphne und alle flehten ihn an, der Hexe mit Demut zu begegnen, denn die Hexe vom Luxfelsen war boshaft und eigenwillig, selbst für eine Hexe. Und lediglich wahrer Demut konnte ihr eisiges Herz erweichen. Gareth aber wollte das Knie nicht vor einer Hexe beugen, stattdessen wollte er sie zwingen, den Fluch aufzuheben. Niemand weiß, was beim Luxfelsen geschehen ist, aber Gareth kehrte nie wieder zu seiner Liebsten zurück. Daphne stand auf einem Hügel und hielt Tag und Nacht Ausschau nach ihm. Schließlich verwandelte sie sich in einen Baum, damit sie die Rückkehr ihres Ritters erleben könne. So groß waren ihre Sehnsucht und ihre Liebe. Jeder, der den Baum mit einer Axt verletzte, sah Blut aus der Wunde sickern. Nach und nach mieden die Menschen diesen Ort und Daphne konnte in Ruhe auf Gareth warten. Im Laufe der Zeit geriet sie bei allen in Vergessenheit. Jetzt wissen wir ja zumindest, wo der Luxfelsen ist und können die Hexe uns mal genauer anschauen. Ich bin echt gespannt, wie die Geschichte hier ausgeht. Würde aber sagen, oh, das ist ja echt super weit weg, sehe ich gerade, 300 Schritt noch. Würde aber sagen, dass wir uns langsam dem Ende nähern in der Folge. Mal schauen, wie wir da jetzt hochkommen. Hier ist ein Gegner. Ist das ein verlassener Ort oder sowas? Tatsache, verlassene Städte. Na, dann nehmen wir die doch mal mit. Die verlassene Städte. Hätte vielleicht auch die Fragezeiten hier mal machen können. Naja, was soll's. Scheint echt viele verlassene Städte hier zu geben. Oh, Banditen mal ganz klassische. Nicht wieder solche... Mal nicht solche, wie heißt? Wir haben keinen Bock mehr aufzustehen. Nicht mehr solche. Wie hießen sie gleich? Die komischen Ritter bei. Das bist du hässlich. Ja, geil. Ich kämpfe gerade wieder, letzte Vollidiot. Wie hießen denn gleich die komischen Raubritter? Genau, Raubritter in Hearts of Stone. Alle zusammen zum Kuckuck! Ja! Oh, ja! Nachttunte. Aber echt viele, verdammt. Oh ja, ihr wollt wieder zuerst sterben, oder? Ihr kleinen Pisser, ihr Elenden. Oh Gott, wie kommt denn hier noch? Oh ja, du beschissener Bogenschütze. Diesmal zumindest keine Armbrust, aber es macht echt auch nicht besser. So, weg damit. Jetzt kann ich mich in Ruhe um die anderen kümmern. Oder halt auch nicht, weil ich mehr hochkomme. Kommt die runter? Sieht nicht so aus. Du wirst es nie lernen. Vorsicht! Geh von links! Alle zusammen! Auf drei! Oh fuck, ich bin ja fast tot! Dass ich aber auch verdammt nochmal immer einen anderen angreife, sodass halt irgendwie alle überleben mit wenig Energie. So, der ist aber jetzt dran, da ist er. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt haben wir aber ganz gut Schaden gemacht mit unserem mächtigen Schlag. Wir brauchen mal weißer Honig. Müsste ich noch überlegen, den weißen Honig geben? Dann müssten wir doch eigentlich auch noch was bauen können. Schreimiger Haufen Bullen. Oh.
Oh, wie gerne ich mal stechen würde, aber... Die anderen haben rumgenervt. Was war denn das? Schön verzögert auf jeden Fall. So. Haben wir echt zwei richtig geile Schwerter jetzt. Ohne Scheiß. Sehr krass. Ach ja, ich wollte erstmal einen Cut machen, ne? Dann bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö. Guckt euch noch an, diese schöne Zwischensequenz, die wir jetzt zum dritten oder vierten Mal sehen. So, jetzt auch. Bis zum nächsten Mal. Ich habe es Nadel genannt.